Willkommen also heute zur ersten Folge für die neue Challenge League, die Legacy League, wo alle 17 vorhergehenden Challenges zusammengebracht werden, dass bis zu 3 von den Mods, die da jeweils aktiv waren, in einen kombiniert werden können. Und ich bin jetzt sehr gespannt, die ersten Sachen davon zu spielen und in die Challenges einzusteigen, aber erstmal den neuen Charakter anlegen. Für dieses Mal habe ich mir vorgenommen, erstmal mit einem Shadow zu spielen. Mal sehen, wie weit ich mit ihm komme. Konzentrieren will ich mich auf Schwerter, die ich dann mit Dual Wielding nutzen werde und dann eben Physical und Chaos Damage. Mal gucken, wie sich das am besten kombinieren lässt. Also ich habe mir da schon so einen Charakter mal entworfen und ein bisschen geplant. Vor allen Dingen als Assassine dann in der Spezialisierung, womit dann letztlich Bleeding und Chaos Damage bzw. Damage over Time dann noch maximiert werden sollen. Also mal sehen, wie weit ich mit dem komme und ob ich mit dem dann in den Maps eine Chance habe zu bestehen und was ich da eventuell noch ergänzen kann. Aber erstmal geht's auf, ins erste Level. Erstmal vom ersten und zweiten Level aufzusteigen. Also auf geht's. Nothing like a brisk dip to start the day. Now we're on God's ass. Ja, so auf jeden Fall schon mal der erste Skill Gem mit Physical Damage converted to Chaos Damage. Also auf geht's. Beziehungsweise noch nicht ganz auf. Okay. Please leak stone in the slots. Das heißt, ich kann noch gar nicht von Anfang an. Das heißt, erst Level 10 und Level 30, bevor ich mehrere auf einmal kombinieren kann. Das heißt, bestimmte Challenges lassen sich frühestens ab Level 30 dann bewältigen. Und das heißt, das lässt sich dann hier bereits machen. Okay, sobald Navali ist, denke ich mal, wird hier auch die Prophecy, das Prophecy-Tab dann auch wieder aktiviert. Achievement hat sich jetzt nicht viel geändert. Da ist jetzt eigentlich nur, dass ich versuche eben mit ihm, also klar, Wahlgambling werde ich in dieser League auch wieder versuchen zu vervollständigen. Und jetzt geht es vor allen Dingen noch hier, das End of Nightmare, dass ich hier eben mit dem Shadow auch Malakai einmal kille. Und dann mal schauen, was sich da noch erledigen lässt. Ansonsten hier die 40 Challenges für diese Runde oder beziehungsweise für diese League. Und ja, das heißt hier, das kann ich also tatsächlich auch erst vervollständigen, wenn ich eben Level 30 abgeschlossen habe, damit dieser Bereich freigeschaltet wird. Das heißt, das, was die anderen wahrscheinlich abgeschlossen haben, weil ich habe schon gesehen in der Liste, der Ladder sind bereits die ersten schon mit einer Challenge vervollständigt. Da wahrscheinlich haben sie hier die Master-Mission abgeschlossen, weil vieles andere dürfte jetzt noch nicht so schnell erledigt werden können. Currency Items und Items von Vendor Recipients, das ist wie gehabt. Als Einzige bin ich noch gespannt, wie der Leakstone ist. Wahrscheinlich kann man irgendwie verschiedene Leakstones dann zu einem anderen umformen lassen. Dann, die Normal Quest, das ist soweit wie ziemlich gehabt. Auch, dass die Bosse dann einfach alle mal gekillt werden müssen. Und hier beginnt dann schon das Erste, das heißt Bloodlines. Natürlich tauchen die so oder so auf, aber hier helfen dann mit Sicherheit schon die Legacy-Sachen. Das heißt, ich kann dann für die nächste Karte eben Bloodlines bestellen. Hier ist diesmal das Crafting noch mit drin, das war beim letzten Mal nicht. Silver Coins, das erfüllt sich sozusagen von alleine. Ansonsten, gut, die Schreine, soweit ich die begegne, sollte das auch kein Problem sein, die zu erfüllen. Dann die Master aufzuleveln, Level 5, also das habe ich, ich glaube, ich habe sogar mit Sana geschafft, Level 5 zu erreichen. Also das sollte auch möglich sein. Dann gut, Kohl durchspielen. Also für die Tournamented Spirits ist es dann einfach notwendig, eben dann die Legacy entsprechend zu aktivieren, damit die Tournaments nach und nach auftauchen. Dann die Rouge Exiles ist dann auch natürlich kein, oder zumindest kein so großes Problem, wenn man die dazu holen kann. So, für die Wahlbosse ist es auch kein Problem. Das kann ich dann später auch über das Map-Device im Notfall noch ein bisschen ergänzen, wenn ich dann über die Fragmente einfach verschiedene Wahl-Side-Areas löse. Strongboxes sollten auch leichter sein. Zum einen tauchen die sowieso auf, und hoffe ich jedenfalls. Und mit der Legacy sollten die dann auch noch forciert werden können. Dann die Essence League, klar, klingt nach ein paar gefährlichen, aber die werden sich auch finden lassen.
Dann die Unique Invaders, okay, da gab es auch die Challenge League für die Invader-Bosse. Das heißt, dass dann irgendwo zusätzlich solche Unique-Bosse aufgetaucht sind. Da bin ich mal gespannt. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge, die da zu knacken sind. Dann die Nemesis-Mods, das sind dann die goldenen mit einem zusätzlichen Nemesis-Mod. Das ist jetzt auch nicht so kritisch. Perandos sollte dann diesmal leichter zu schaffen sein, auch wenn es natürlich eine ganze Menge Chests sind, aber zumindest gibt es ja dann hoffentlich die Legacy-Items. Ist natürlich noch die Frage, wie oft die droppen, das kann ich noch nicht einschätzen, wie selten eventuell die verschiedenen League-Items sind. Dann Encounter, das wird schon spannender, weil hier brauche ich auf jeden Fall zwei Leagues, die dann kombiniert sind. Hier Essence League bis Tournament, Rouge bis Talisman, Beyond bis Onslaught und Bloodline bis Schrein. Keine Ahnung, ob das eine eigene League war, da bin ich auch mal gespannt, weil ich habe mit Sicherheit nicht alle 17 kennengelernt und mal sehen, was da alles so für Leagues tatsächlich drin gewesen sind. Und natürlich dann Strongworks in Area with Tempest. Tempest habe ich auf jeden Fall noch gespielt. Ich habe vorhin gerade gesehen, eine meiner Charakter ist auf jeden Fall noch aus der Tempest League übrig. Fully Upgrade Your Hideout, das hatte ich auch beim letzten Mal geschafft. Dann Merciless Bosse, Reach Level 90, Level 20. So, dann Talisman-Bosse, auch wieder einfach Legacy-Geschichte. Dann die Prophecy Chains, das heißt da auch ein paar zu aktivieren. Okay, da oben schleichen sich langsam die Zombies an. So, mal sehen, wie weit ich dieses Mal mit den Extensions komme, ob ich dann das Endgame-Labyrinth tatsächlich auch selber schaffe zu spielen, weil mir hat hier noch der eine Zugang gefehlt, die eine Prüfung, um dort wirklich den Zugang zu bekommen. Obwohl ich irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich 15 von diesen Zugangs Göttern, Statuen da eingesammelt habe. Die Beyond Demons sollte auch leichter zu schaffen sein als beim letzten Mal, weil mit der Legacy sollten ja dieses Beyonds auf jeden Fall ermöglicht werden können. Muss man sich dann gute Areas aussuchen, wo man die Monster möglichst gut zusammentragen kann, damit diese großen Beyonds dann aktiviert werden. So, hier sind es jetzt die Triple-Sachen. Essence-Monster mit Talisman oder Triple-Essence-Monster mit Talisman und Inner Map with Tempest. Dann Invasion kombiniert mit Tormented und Onslaught. 100 Monster aus dem Breach töten, während ich einen Schrein aktiv habe und dann Rampage-Streak schaffen. Das kommt mir auch noch vage bekannt vor. Ich bin nicht sicher, wie weit ich es gespielt habe oder ob ich es nur angeschaut habe. Aber auf jeden Fall, das sind dann schon etwas schwierigere Encounter. Gut, dann eben Onslaught. Das heißt, das bezieht sich dann alles schon auf die Maps. Das heißt, überall soll ich die Map-Bosse killen, während ich den Onslaught da drauf habe. Ansonsten, gut, unidentifizierte Rare-Maps, das ist wie beim letzten Mal. Da bin ich, glaube ich, bis 6 oder 7 gekommen. Weiter bin ich in der Map ja nicht vorangeschritten. Dann Warband Leaders, das ist auch wieder Legacy-Geschichte, dass ich die verschiedenen dann finde. Mal gucken, wie schwierig das ist, die alle zu finden. Gut, Twin-Maps war beim letzten Mal auch schon. Ich glaube, auch bis 4 oder 5 hatte ich auf jeden Fall die Twin-Version der Maps gecleared oder auf jeden Fall die Bosse erledigt. Das wird noch spannend. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie mit den Legacy-Sachen zu tun hat. Auf jeden Fall Maps mit 8 verschiedenen Mods drauf. Das kann ich mir vorstellen, das wird höllisch schwer werden. Also vor allen Dingen eine 15er. Also keine Ahnung, ob ich da einen vernünftigen Charakter entwickle, mit dem ich das schaffen kann. Das heißt, an der Stelle kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob ich wirklich in der Lage bin, viele Challenges hiervon abzuschließen. Dann Unique Maps, okay, keine Ahnung, wie ich die bekomme. Ob die dann in späteren so häufig droppen, dass ich die schaffe zu bekommen oder vielleicht irgendwie mit Chaos Gems dann ein bisschen Glück habe, die hochzubringen aus einer normalen Map. Ansonsten 1000 Maps abschließen mit 3 League Stones. Allein wenn ich mir vorstelle, dass ich pro Map hier eine halbe Stunde brauche, heißt das 500 Stunden, allein um hier diese ganzen 1000 Maps mit 3 League Stones aktiv abzuschließen. Das ist ein echter Zeitfresser und das ist nur der erste. Also gut, Complete Allurian Abyss, keine Ahnung wie schwierig das ist, die Sharper habe ich ja noch nicht geschafft. Ich habe ja die Map nur bis so Tier 6 bis 8 teilweise gespielt. Und dann natürlich die Endgame-Grinds. Also dieses Mal gibt es keine Prophecies, die hier ausgewählt werden können. Kill Member of Pale Console, keine Ahnung, was das genau ist, ob das mit auch einer Legacy zu tun hat. Wolfen King dürfte auf jeden Fall mit Legacy zu tun haben. Gut, Endgame-Labyrinth Ezzaro, den 100 Mal zu killen, es sind einfach wirklich Stunden, die man da reinsteckt.
Und ich kann nur sagen, Hut ab vor denen, die tatsächlich diese 40 Challenges in der letzten League schon abgeschlossen haben und mal sehen, wie viele es dieses Mal schaffen. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viele Stunden und Tage die Leute da tatsächlich reinstecken. So viel Spaß es mir auch macht, hier zu spielen, es gibt noch was außerhalb Paths of Exile und von daher mal sehen, wie weit ich komme. Also natürlich ist es auf jeden Fall spannend, die Footsteps dann freizuschalten, hier bei 12 und ansonsten dann bei 24 könnte ich den Weapon-Effekt aktivieren. Mal gucken. Die 36 halte ich im Moment noch für mich für aussichtslos, dass ich da wirklich bis dahin komme. Also ich bin froh, wenn ich es wenigstens hier wieder bis 19, 22 schaffe, also so weit wie in der letzten League, dass ich da auf jeden Fall anschließen kann und sage, hey, ja, ich habe es da wieder genauso vorangebracht wie bei der anderen. Und jetzt heißt es endlich auf, langer Blick in die Challenges, die da anstehen, aber es gibt natürlich noch einiges weiter zu tun. Das beginnt genauso gemächlich und ruhig aktuell, wie es halt mit jedem neuen Charakter letztlich anfängt. Und da kann ich erstmal das Schild mitnehmen, obwohl ich später dann sowieso umsteigen werde, eben wie gesagt auf Dual Wielding. Das ist den ein bisschen auf der einen Seite eben auf Damage hochbringen, damit ich möglichst schnell natürlich Gegner erledigen kann. Und da haben wir schon Hillock. So ist der auch schon der letzte. Ja, ist auf jeden Fall schon der letzte hier in der Gegend. Und dann, ja, der ist gleich erledigt. Und it's nice not being dead yet. Genau. Es ist immer gut, am Leben zu bleiben. So, da habe ich jetzt schon das erste One-Handed Sword, was ich auf jeden Fall aktivieren werde. So, und hier geht es für mich dann statt Elemental Damage, Energy Shield. Ich werde schauen, dass ich ein bisschen ein Live-Bild hinbekomme. Keine Ahnung, ob das später ausreicht und ob ich dann genug Aufladung bekomme, um dort weiterzukommen. Da ich jetzt die Self-Founding League gemacht habe, bin ich ja gespannt, ob hier auch dann die... Ne, die Leute sind trotzdem zu sehen, obwohl ich ja mit ihnen eigentlich keine Party machen kann und auch nicht weiter... ja, irgendwie handeln oder tauschen kann. So, jetzt ist hier natürlich die Frage, was ist für den angebracht? Also Cold Damage will ich mich eh nicht so sehr drauf konzentrieren. Es geht mir eher um Physical Damage. Das heißt, ich werde die Eternal Knives auf jeden Fall mit versuchen, damit ich einfach auch ein bisschen aus der Entfernung angreifen kann. Und da ist schon die Feuer Fury. Schauen wir mal, dass wir die erledigt bekommen, bevor sie mich erledigt. Wahnsinn. Feuer ist nicht so verträglich im Moment. Ha! Der erste Tournament League Stone. Ja, sowas. Next area will contain a Tournament Spirit. Tournament Spirit in Next Area will drop 3 additional rare items. Dann probiere ich gleich mal den ersten League Stone aus. Ah, der hat 5 Charges. Das heißt, der funktioniert 5-mal. Can only be used in areas with monsters level 21 oder below. Das heißt, die können auch nicht beliebig verwendet werden. Sehr interessant. Kann ich den jederzeit wieder entfernen? Ja. Okay, das heißt, sie sind nicht nur einmal verwendbar, sondern sind tatsächlich mehrfach verwendbar. Dann hoffe ich mal, dass nicht gleich dieser Frosty-Typ den Tournament Spirit bekommt. Use League Stone, one complete. Der ist jetzt rausgenommen und kann ich auch jederzeit wieder rein und raussetzen. Gut, dann lasse ich den jetzt erstmal draußen. Und damit ist sozusagen der allererste Schritt auf einer langen, langen Strecke ja, begonnen. Das erste Teilereignis abgeschlossen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Tournament Spirit irgendwie direkt bei ihm hängt, aber anscheinend nicht. Dann schaue ich doch mal, ob ich ihn irgendwie zum Tournament Spirit lotsen kann, bevor ich ihn tatsächlich dann versuche zu killen. Damit ich dann noch das Maximum gleich rausholen kann. Vorausgesetzt, ich lebe lang genug. Weil dann habe ich auf jeden Fall kein Problem, wenn der Tournamented Spirit in ihn reingeht, dass der irgendwie zeitlich verschwindet, weil ich ihn eventuell nicht schnell genug klein bekomme. Jetzt muss ich ihn natürlich nur noch finden. Steht es hier eigentlich? Contains Tournamented Spirit und droppt 3 Rare Items. Also steht sogar da als Information mit dabei. Ah, da ist er. Und gleich rein mit dir. Jawohl. Damit wird er zwar gefährlicher, aber ich hoffe auch lohnender. Auf jeden Fall hat eins von den anderen gleich den nächsten Boss fallen lassen. Heftig. So, jetzt wird es aber Zeit, dem den Garaus zu machen.
vor mich hier tatsächlich noch erledigt. Jawohl. So, Tournament of Spirit auch gleich den ersten erledigt. Na, das sieht doch schon mal sehr bunt aus. Da hat sich der erste doch auf jeden Fall schon gelohnt und da bekomme ich noch meinen Rampage League Stone. Slaying enemies in a killstreak in next era will grant Rampage Bonuses. Ja, das wird sich wahrscheinlich tatsächlich lohnen, dann... Ach richtig, die Areas from behind mit einem Rampage und dann natürlich noch ein Breach. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine interessante Kombination. Ha, Essence League Stone. Also, sieht ganz so aus, als könnte man die League Stones auf jeden Fall ziemlich zügig finden. Also bleibt es auf jeden Fall in der Hinsicht allein schon spannend, wie viele sich von diesen League Stones dann ansammeln. Weil wenn die jetzt natürlich auch gar nicht gestackt werden, ist es eigentlich sinnvoll, die möglichst schnell wieder auszugeben. Damit vor allem ja in den höheren Leveln ich die sonst nicht mehr verwenden kann. Ah, da kommt schon der Roar. Cool. Ambush League Stone. Also, ja, also ich glaube, die League Stones werden mir nicht so schnell ausgehen. Im Gegenteil, die werden hier wahrscheinlich das Inventar ohne Ende vollstopfen. Also das heißt, ich kann drei League Stones letztlich zu einem zufälligen zusammen machen, wenn ich die, die ich bekommen habe, nicht haben möchte. Ja, wobei, die sind korruptet, das heißt, die kann ich nicht bearbeiten. Das heißt, sie lassen sich nicht weiter verändern, weil entweder ich finde einen blauen oder ich finde einen goldenen oder sonst was, aber korruptet, tja, damit lässt sich dann nichts mehr umändern. Next area will contain a strongbox. Next area will contain a Gemcutter strongbox. Strongboxes in next area will be magic. Ich frage mich hier, ob das auch für die Master-Mission gilt. Das heißt, dass ich da drin jetzt eine Strongbox erzeugen könnte. Oder ein Tournament Spirit. Also, auf zur ersten Master-Mission. Yes, I call you Warrior. So, jetzt fehlt bloß noch der da oben. Dazu... Na ja, gut, es dauert noch einen weiteren. Ha! Du bewegst dich. Erledigt. Ach ja, den Spirit sollte ich mitnehmen. Ja, so einfach bleiben die Master-Missionen nicht. A lost spirit returned to feast with the ancestors and be born once more into the Karui way. We shall speak. Und damit habe ich auch meine erste Challenge abgeschlossen. Okay, dann mache ich jetzt mal die erste Strongbox. Legacy Strongbox. Domination war also das, weswegen dann die Schreine verwendet werden können. Ich bin ja mal gespannt, ob die ganzen Spielelemente auch auftauchen, ohne dass man die ganzen League Stones benutzt. Oder ob dann tatsächlich die Areas alle letztlich leer bleiben und keine Strongboxes auftauchen, keine Schreine auftauchen, wenn man die Sachen nicht einsetzt. So, damit also meine erste Strongbox. Ich frage mich ja vor allen Dingen, ob diese ganzen... Okay, mit Onslaught. Ob die ganzen einzelnen Elemente, die jetzt von den Leaks kommen, ob die im Spiel auch von alleine auftauchen oder ob die nur auftauchen, wenn man die letztlich über diese Leak Stones aktiviert hat. Also mal sehen, werde ich ja erst in höheren Leveln sehen, ob die Sachen auch von alleine auftauchen. Das ist aber eine winzige Box. Da waren ja kaum Monster dabei. Oh, die sind alle da drüben. Naja, das, da wäre mehr drin gewesen. Perandus, eine Perandus-Chest. So, noch ein Level. Und dann... kann ich zwei League Stones auf einmal aktivieren. Dann nehme ich doch dann die Perandus Chest und die Strongbox zusammen und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also Totems tauchen auf jeden Fall auch ohne irgendein weiteres
League auf, obwohl die garantiert auch über irgendeine League reingekommen sind. So, die würde funktionieren. Genau, also wenn die nicht mehr voll aufgeladen sind, dann gibt es da keine Möglichkeit, das Ding zu benutzen. Das heißt, umtauschen geht nur mit komplett aufgeladenen League Stones. Ha. Also, definitiv kommen die Sachen auch vor, ohne dass man die aktiviert hat, weil ein Schrein wäre ja sonst nur verfügbar, wenn Domination, wo war das? Domination League Stone. Und den habe ich definitiv noch nicht verwendet. Bonoros Domination League Stone auf Atlas. Nee, auf Altars. I am so good at this, I scare myself. Level 10. God bless you on this fine day, Exile. Ha, der nächste Elrond. Eine Master League müsste es ja auch gegeben haben. Das heißt, man kann dann auf jeden Fall schneller dafür sorgen, dass die Master auftauchen. Na dann, Elrond, auch für dich die erste Mission. And thus my prayers are answered. None too soon, neither. Zack. That was some damn divine slaughter you delivered there, Crusader. Okay, da ist Mr. Bogenschütze. Das ist ein Kontagnon unter den Arsch und dann bist du eh gleich weg. So, und jetzt müsste ich hier auch wieder einen Navali treffen. Und da ist Mr. Faun. So, jetzt also die erste Legacy mit zwei. So, dann nehmen wir jetzt die Perandus Stone und die Ambush Stone. Area contains Perandus, Area contains a Strongbox. Ja, bei den letzten Challenges, da habe ich es ja nicht geschafft, die Perandus Sachen zu schaffen. Mal gucken, wie schlimm die Perandus Chests tatsächlich sind. So, da ist bereits die Perandus Chest und anscheinend sind das da auch die Monster, die sie bewachen. Weil in der letzten League habe ich es zumindest nicht geschafft, tatsächlich Perandus Chests zu absolvieren. This Chest is locked. Okay, also das heißt, die Monster kommen nicht über ein Ambush, sondern einfach nur sind schon direkt da und müssen halt dann erledigt werden, bevor man die Kiste öffnen kann. Kommen da immer mehr? Nee. Okay, dann die erste Perandus-Chest geöffnet. Na, das lohnt. Perandus-Coins. Was mache ich denn mit den Dingern? Trade Coins to Cario Perandus. Okay, das heißt auch wieder noch ein Element, das ich noch gar nicht kennengelernt habe. Also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was dann eben noch solche anderen Sachen angeht. Perandus-Coins sind mir bisher noch nicht begegnet und mal sehen, inwieweit die Leak-Stones mir noch einige Leaks offenbaren, bei denen ich eben nicht dabei gewesen bin, entweder weil sie bereits vergangen waren, bis ich Path of Exile dann mal angefangen habe zu spielen, oder dass ich halt da gerade Auszeit genommen habe und eher andere Spiele gespielt habe und sie deswegen dann vielleicht verpasst habe. So, mit dieser letzten Strongbox verabschiede ich mich auch für die erste Folge. Also, auf geht's. Und die nächste Strongbox geleert. Mal gucken, was die Rarity bedeutet, inwieweit da dann auch Leakstones drin sind eventuell. Wobei die ja gar nicht so selten sind, wie ich bereits schon feststellen konnte. Okay, keins dabei, aber dafür ein Power-Amulett. So, die Leakstones werde ich jetzt erstmal wieder rausnehmen und ich will mir noch ein bisschen aufsparen, weil bis Level 24 ist ja noch ein Stück hin. Das heißt, ich kann die auch in höheren nutzen und habe dann wahrscheinlich hier mehr Bonus draus.
Eventuell sind die bis Level 26, hängt das wahrscheinlich auch damit ab, wo ich selber die Dinger bekommen habe. Also ich werde jetzt aktuell mal vermuten, dass das Level, bis zu wohin so ein Leakstone funktioniert, direkt irgendwie abhängig ist von dem Level, wo ich selber bin und dann wahrscheinlich irgendwie so 15 Level höher funktionieren. Werde ich noch ein bisschen drauf achten, wenn ich die nächsten Leakstones einsammle, wie die sich so mit zu meinem aktuellen Level dann verhalten. Die ersten zwei sind jetzt freigeschaltet und die ersten Zahlen bei den Challenges steigen. Es wird auf jeden Fall eine sehr abwechslungsreiche League werden, mit den sehr unterschiedlichen Ausrichtungen, was ich an Bossen, an Encountern, an Aufgaben erledigen soll. Okay, also damit ist auch der Prophecy-Tab jetzt aktiviert. Ah, hier gibt es einen neuen Aufgang zum Waypoint, ist ja lustig. So, auf jeden Fall soweit mal der Einstieg in die Legacy League. Ja, ich wünsche euch auch auf jeden Fall viel Spaß dabei beim selber ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich machen werde. Die League Stones gibt es auf jeden Fall sehr häufig, so dass es also kein Problem sein sollte, die nötigen Bedingungen für die Challenges dann nach und nach zu schaffen. Also Path of Exile hat inzwischen auf jeden Fall eine Menge Content und mit dem 3.0er dieses Jahr im Sommer wird es da nochmal einen unglaublichen Schub geben. Aber jetzt gilt es erstmal dann in der Legacy League die ganzen alten Leaks zu würdigen und den Content anzuschauen, mit dem ich vielleicht bisher noch nicht so in Kontakt gekommen bin. Also viel Spaß beim selber spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!